hast du dein Testament geschrieben? Cliffhanger sind geil, Leute, ne? Das war für Wolkenschwingen. Hat mir das nicht schon? Okay, das Hallo. Ist geil. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Gut, Leute. Schnappsack. Bringen wir dich zum Raum zurück. Dick wird sich freuen. Auferstatter aus der Asche haben wir als Achievement bekommen. Cool. Kann ich... Nee, ich kann nicht schnell reisen. Schade. Okay, Leute. Ich gehe zum Raum zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. Fanden Sie den Phönix? Ja, Dick. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Dick kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Dick Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Dick. Vielen Dank. Dick ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Dick Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Dick sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Dick wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Okay. Phönixabflug. Ich will ihn besuchen. Ich will zu dem. Aber mit Stufenaufstieg jetzt endlich mal. Füttern bist. Okay, Alter. Geil, ich habe einen Phönix. Geil. Den kann ich nur einmal haben, oder? Aber schon geil. Schon richtig, richtig geil. Okay, wo komme ich wieder hier raus? Oh Gott.
Okay, schon geil gemacht. Schon richtig, richtig geil. So, wir sind auf Stufe 31 immer noch. Warum? Erreiche Stufe 34, muss ich. Schließ dein Zaubererhandbuch ab. Muss ich dafür komplett? Ich hoffe, ich muss nur auf 34 kommen und nicht alles finden. Weil sonst wäre es schon ein bisschen scheiße. Das hier würde ich gerne mal machen. So. So. Höhle. Muss irgendwo da unten sein. Kann ich da hinreisen? Nein. Gehört zur großen Halle. Okay. Fliegen wir dorthin. Schwimmen wir dorthin. Zack. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Okay, ich brauche Motten. Ich brauche Lumos. Lumos und Feuer. Incendio. Luso. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Eine Motte. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Incendio! Pompada! Incendio! Lumos! So, zack. Das ist die dritte Motte. Dort. Haben wir hier. Nerida wird sich darüber freuen. Okay, war ja leicht. Die ist down. Immer noch. Was ist das? Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Oh, wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen?
Vielen Dank. Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Wirklich? Ich muss das unbedingt untersuchen. Kann ich jetzt mal Stufe aufsteigen, endlich mal? Ja. Oh. Okay, 2 Stufen fehlen noch. Kann noch dauern. Kann sich nur um Jahre handeln. So, was ist die nächste Mission? Ja, das ist schwierig, ne? Da ist ein Schlüssel, Ende gut. Alles gut. So. Ab zum Siegraum. Warte. So, Siegau. Jeder fällt mit. Oh. Warte. Hast du den Teil gefragt, wie er wissen wollte? Wo ist der Teil? Na? Komm. Okay. 1. Boah, geil. Das sieht cool aus. Ah, die Glocken müssen oben sein. Hallo, Homura. Ja. Zack. Okay. Gefunden. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? Okay, Moment mal ganz kurz. Accio! Wingardium Leviosa! Die erste wäre geschafft. Zweite? Da. Ach hier. Wingardium Leviosa. Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Okay, wenn das jeden Mittag so wäre, würde ich auch sagen, hängt das Ding ab. Klingt ein bisschen schief. Aber ich habe auch nicht so, mein Musikgeschmack ist nicht so bei Glocken, das ist mehr bei Klavier und Geige. Hallo Homura. Kurz hier nochmal gucken. Ach.
Incendio! Ja, die Handbußhalten geben auch nochmal 4 DP, ne? Stimmt ja. Mal gucken, wenn ich keine Nebenaufträge mehr finde, Leute, dann müsste ich mir was einfallen lassen, wie ich an DP komme. Kann man das öffnen? Auf der Karte sieht zumindest nicht so aus. Gibt's hier? Oh nein! Ich bin nicht bereit für Professor Binz. Ich hab mein Kissen vergessen. Kissen zum Pennen ist geil. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752. Mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten. Wisst ihr, wie der Typ ist? Der ist wie mein Wirtschaftslehrer. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Der hat genauso eine einschläfende Stimme wie mein Wirtschaftslehrer. Außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Na dann. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Aha. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Aha. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgott meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohlbekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Aha. Rivelio. Interessierte Schüler. Nein. Okay, Hörner wie diese wurde von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zaubern mächtig auf die Nerven zu gehen. Das Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. Aha. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesem Helden von Hogwarts. Oh, jetzt muss ich Handbußhalten sammeln. Hallo, Homora. Okay. Revelio. Okay, da darf ich nicht lang. Ihr Handbuch ist ja wirklich... Dieser Grimbald Weft klingt recht hilfsbereit.
Aber ein Held der Rebellion? Wagadus Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige wunderschöne Ställe. Steile Berghänge, die sich majestätisch über eine Schlucht in wo auch immer erheben. Gerüchte zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus leuchten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Aber nicht Grimbald Weft. Ich würde jetzt so gern auf einem Besen sitzen. Mhm. Diese Besenreste sind alles, was von der Hexe Celine Wardenby übrig blieb. Sir Skagglethorpe, der Achtlose, spielte einst gegen einen Bergtroll. Können Sie mir sagen, wo ich Grimbald Weft finde? Ah ja, Grimbald Weft. Flink mit Nadel und Faden, der Gute. Er ist ein faszinierendes Relikt des Koboldaufstands von 1752. Er ist ganz in der Nähe zu finden. Er hockt in seiner Kiste. Aha. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von Bombarda stattfand. Kiste, Kiste, Kiste. Ein jahrhundertealtes Abbild von Pangor Don. Furchtloser Mann. Revelio. Gib mir Kraft. Na, nehmen wir den da. Das ist der Schädel des verrückten Schneiders Grimbald Werft, der während der Koboldaufstände von 1752 mit seinem geschickten Mehrarbeiten die Mäntel zahllose Hexen Zauberer flickte und so verhindert, dass sie im Kampf krank wurden. Cool. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Werft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Aha. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statue. Ja. Okay, ich kann da. Darf ich nicht rein? Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir. Hab ich hier? Nein, auch nicht. Was da? Winkender Ritter. Winkender Ritter, mein Gott. Okay. So kann man auch EP sammeln. Seinen Dienst verrichtete er auf Übungsplätzen. Den Unterricht und zu verlassen, um durch die Schule zu wandern. Professor Binz, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. So schon. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben. Wer bei Geschichte der Zauberei durchfällt, zumindest ist verdammt, sie zu wiederholen. Ich das gerne. Die Klasse, meine ich. Gut, Leute, an der Stelle würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. So bis dahin, ciao, Leute.